Donnerstag, 11.15 Uhr, 85,5 mm. Letzte Aufgabe. Erschieß ihn und schick ein Bild. Wir erinnern uns, ich weiß nicht, was mich erwartet. Auf geht's. Müsste, glaube ich, letzte Prüfung sein. Ja. Was willst du denn? Scheiße. Ich hab tausendmal gesagt, ich will hier keine Junkies haben. Wenn du Stoff... Hey! Bleib ganz ruhig, Mann, ja? Wer ist er denn? Bleib cool! Was willst du? Stoff? Kohle? Sag mir, was du brauchst. Wir machen einen Deal, ja? Ich mach dich Alter, was? Fertig, ach du Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Bleibst du endlich mal stehen? Ich will dich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat eine Flinte. Ich kann dich hören, Kumpel. Ich kann dich hören. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, keine Muni mehr. Das ist aber scheiße. Warte, Mann. Du kannst alles haben. Boah, jetzt würde ich voll abdrücken. Ich hab Stoff. Ich hab Geld. Willst du Stoff? Bitte. Bitte erschieß mich nicht. Ich hab Kinder. Es sind meine Mädchen. Das ist Sarah. Und die Kleine ist Cindy. Bitte, Mann. Mann, ich will sie wiedersehen. Oh Gott, ey, wir haben selber auch und wir müssen weiterkommen und er hat aber auch Kinder und... Oh Gott, die Spiegel. Oh. Oh Gott. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ganz ehrlich. Noch Vater. Aber kein Killer. Ja, eben. Kann ich jetzt ein Foto schicken, auch wenn er liegt? Ich muss doch ein Foto schicken, oder? Die Entscheidung so gut war? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich damals immer dafür entschieden, für Erschießen und so. Donnerstag, 13.32 Uhr, 87,22 mm. Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt. Sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Mal gucken, ob jemand zu Hause ist. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. Auch ein komischer Kauz irgendwie, der Kerl. Wo er hinguckt. Lol.
So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen? Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nein, danke. Nee, nachher mischt er uns da irgendwas rein. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Nee, der mischt uns da irgendwas rein, hundertprozentig. Da wette ich mit. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Sie kennen das doch. Die Leute reden. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Trinken Sie. Nee, ich will nicht. Ich danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ja. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Ja, dann beeile ich mal ein bisschen. Der Doc interessiert sich anscheinend für Immobilien. Unter anderem. Unter anderem. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, für was noch? Na, dreh deinen Arsch doch um. Mein Gott, Alter, geh doch mal in die richtige Richtung. Ich glaub das nicht. Manchmal bewegt die sich so in die falsche Richtung. Ah, guck mal, was haben wir da? Was ist das denn? Blue Lagoon? Nehmen wir mal mit. Gefährlich, was wir da machen. Warte mal. Er hat einen ganzen Medikamentenvorrat mitgehen lassen. Das sind genug Schlaftabletten, um eine Armee außer Gefecht zu setzen. Okay. Das Badezimmer. Ich glaube nicht, dass wir hier Informationen finden, aber gut. Sonst irgendwas? Können wir auf Klo gehen? Nein, können wir nicht. Okay. Ganz langsam wieder raus. Ich traue mir nicht, nach hinten zu gehen, weil ich nicht genau weiß, wo er in welchem Zimmer er ist. Alter, was? Neugieriges Luder. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Was? Versprochen. Was? Willst du mich verarschen? Wer ist er denn? Ah, sagen Sie Hi zu Matthew. Kam angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe sie an Paco vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ich muss mal schütteln, das Gesicht. Hey, die Handbewegung kenne ich. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert.
Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Was? Operieren? Was? Ich habe keine Instrumente hier. Also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Doch, das macht mal was aus. Ich komme mir gerade vor wie bei Outlast mit dem Pimmel abschneiden. Alter, was? Hör auf! Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Alter. Ich werde den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie? Das ist bestimmt der Bruder von Dr. Zhivago. Von Outlast. Wie komme ich denn hier los? Na komm! Hallo, Sir. Ich ja, Wort Gottes mit dieser prächtigen Bibel. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Keine. Kommen Sie, Bruder. Komm. Seine treuen Hürde sollen in seinen Spuren wandeln. Oh, Gott sei Dank. Vielen Dank. Aber ich brauche nichts. Keine Bibel. Alter. Ich komme in Schwitzen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich komme gerade voll in Schwitzen. Heieieieieieiei. Komm, ich hau dir mit dem Hammer auf die Birne. Huh, Alter, was? Alter, mit der Flex, willst du mich verarschen? Ja! Nein! Fuck! Du kriegst alles, was du brauchst, Alter. Nein, falsch! Nein! Huh. Aua! Nein! Gut. Ja, genau, bam. Nein, falscher Knopf. Oh nein. Alter, nimm die Flex einfach. Nimm verdammt nochmal die Flex und zersehe ich den Typen noch oder so. Ja! Zerschneid ihn! Genau! Jawohl! Nein, fuck! Aua, nein! Hör auf zu tackern! So, was von fällig. Was? Was? Nein, was? Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was? Nee, komm. Ach, komm. Nee, oder? Nee, oder? Ja! 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 Oh, geil. Oh Gott, ich hasse Quicktime-Events. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich Quicktime-Events hasse? Ich hoffe, ich bin nicht zu laut geworden gerade. Alter, war das geil. Mit dem Bohrer gerade. Kleinen Moment bitte. Rache ist Blutwurst, mein Freund. Donnerstag, 14.18 Uhr. 88,95 mm.
Mhm. Können wir den Typen hier befragen irgendwie, der hier am Baggern ist hier? Können Sie das bitte ausmachen? Ach, das war der Typ, ne? Norman Jade, FBI. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Können wir reingehen? Ja, aber da PlayStation 3 Version war sowas in der Hülle mit drin. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Mhm. Ich hilf dir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wollte ich gerade sagen, ich hilf dir mal auf die Sprünge. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. Da gucken wir nochmal. Aha. Blut. Warum ist hier Blut? Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Das macht so den Anschein. Alter, was? Oh Gott. Ich bin überfordert bei dem, was hier auftritt. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Mhm. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Okay. Blutspuren schon wieder. Größe 48 muss Manchecks Größe sein. Mhm. Alter, was ist denn hier los? Hier ploppt ja ein Ding nach dem anderen auf. Hm. Das ist nicht das richtige Auto. Okay. Das vielleicht? Schön, dass gerade ein Motorrad vorbeigefahren ist. Also hier bei mir hat man so gut wie gar nicht gehört. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Aha. Aha. Guck mal einen an. Dazu sagt er gar nichts, okay. Was sagt er dazu? Hier hinten noch irgendwas? Oh! Ja, das ist natürlich super. Da wurde mal eben hier der Livestream beendet. Ein paar blaue Farbspuren. Die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle machen wir mal ein kurzes Folgenpäuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier bei Heavy Rain. Bis dann. Ciao.